So, willkommen bei You Got Tonight. So, heute habe ich zwei Bauchtaschen für euch. Einmal habe ich eine bei Wish bestellt und die andere habe ich mir bei Extra im Europark gekauft. Preisunterschiede sind deutlich. So, jetzt fange ich mal mit der normalen Bauchtasche an. Hat ganz viele Fächer, ganz viele Täschchen, ganz praktisch, aber da muss man nicht so lange herumsuchen. Die habe ich ungefähr einen Monat lang getragen. Ganz viele Taschen hinterbei auch. Nur das Problem ist, wenn man sie zumacht, also die habe ich bei Wish bestellt. Das Problem, wenn man sie zumacht, geht sie leicht wieder auf. Also, ja. Und man sieht es hier, die ist nicht wirklich qualitativ verarbeitet. Naja, 5 Euro halt. Für kleine Spaziergänge reicht's. So. Passt du hier auf? So, dann haben wir hier eine Eastpak-Tasche. Die ist voller Hundehaare. Ja. Die hat nur 2 Taschen, aber dafür ist sie groß und sehr qualitativ. Hier passt alles rein. Von Geldbörse, von Handy bis zu Handy-Ladegerät, Telefon. Und hinterbei ist auch noch eine Tasche. Da könnt ihr Dokumente aufbewahren. Die habe ich 35 Euro gezahlt und ich muss sagen, ich hatte früher auch eine, das war vor ungefähr 20 Jahren. Ein etwas kleiner und hat hier ein Blödsinn drin. Messer, Spielzeuge und was weiß ich, was alles. Wenn ihr euch eine Bauchtasche zulegt, dann auf jeden Fall so eine. Weil, da, wenn ihr die zumacht, die kriegt der Teufel nicht auf. Also fest ist fest. Einzige, was mich ein bisschen nervt, ist das hier. Das geht immer wieder leicht auf. Das ist nicht so richtig gut verarbeitet, aber das ist nicht so das Problem. Man zieht es einfach an und dann ist wieder fest. Also Fazit, diese Tasche ist viel cooler, qualitativer, da zahlt es auch die 35 Euro. Wenn ihr was für den Strand braucht, etwas, worauf ihr nicht so achten wollt, dann reichen auch 5 Euro. Eine No-Name. Ich habe es mir schwarz gekauft. Ja. Und Bauchtaschen sind nicht schwul. Ganz im Gegenteil, sie sind ganz groß im Kommen. Ja. So, falls euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben, liken, Daumen hoch, liken, abonnieren und Glocke aktivieren. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss.